So, dann kann ich jetzt zur Alchemistin gehen. Steht auch eine Truhe. So. Oder gibt's? Beste Zelda. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. Sankt Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Welches Buch? Vater Dünvel leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ich weiß, dass richtiger Sexist, der Mann, ein altes Buch der Weihe in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitarus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Ich beschaffe das Buch. Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitaru euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Okay. Die Brüder der Mission Sankt Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Naja, also... Ich gehöre ja nicht dazu. Tief am Grab. Avery. Ah, okay. Nur für Mitglieder. Bartbürger. Geh mal da oben rein. In die Kapelle. Okay, hier gibt's kein. Kann ich bloß die Armenkasse bestehlen? Riesenspinnen sind extrem giftig. Kampf gegen sie ausgesprochen hilfreich. Kann ich mir vorstellen. Da noch eine Quest. Nein, hier gibt es wieder Sachen, die ich stehen kann. Das ist bestimmt eh noch Scheiße drin. Wenn ich den Hehler finden würde. Oh, Leinhandwickel. Cool. Wenn ich den Hehler finden würde, dann würde ich das ganze Zeug ja mitnehmen. Ansonsten liegt es halt nur in meinem Inventar rum. Das finde ich halt auch nicht so geil. Gar nicht noch vorhin in der Kette mit drin. Egal. Gebt Gisela Bescheid, wenn ich grüße euch. Wer ist Gisela? Alle in Gorhard reden über die Angriffe. Es heißt, dass sich die Rote Legion in die Schatten zurückzieht, aus denen sie gekommen ist. Das verdanken wir alles euch. Ihr habt die Formel gefunden und zerstört. Ihr mögt vielleicht glauben, ihr würdet die Auswirkungen dieser Tat begreifen, aber da täuscht ihr euch. Ihr seid ein Freund dieses Dorfes und von mir, Nana Henry. Nehmt dies. Es ist nicht viel, aber es vermittelt euch einen Eindruck meiner Dankbarkeit. Oh, cool. Alter, 1460.
Er war so begierig, mir bei meiner Arbeit zu helfen, dass ich mich einfach nicht um seine Vergangenheit gekümmert habe. Ja, diese Katastrophe ist allein meine Schuld. Woher sollte ich denn wissen, dass er ein Kundschafter und Dieb war? Sein Interesse an der Alchemie schien echt zu sein. Und unsere Freundschaft? War sie auch nur vorgetäuscht? Wahrscheinlich, ja. Wiedersehen. Die Frage ist aber, ich habe zwar die Kisten kaputt gemacht, aber die haben das Rezept doch immer noch. Oh, hallo. So, dann kann ich ihr das geben. Bei Mitaru, ihr habt das Buch der Weihe gefunden. Ich würde einen Sack voll Gold dafür geben, wenn ich das Gesicht von Vater Dünnwell sehen könnte. Er wird mir die Aufnahme in den Orden nicht länger verweigern können. Mitaru umarmt alle. Danke. Als Dienerin von Mitaru brauche ich kein Geld. Nehmt, was ich habe. Es gehört euch. Ich werde euch in meine Gebete einschließen. Nice, level up. Er wäre ein guter Mann, wenn er nur über die Beschränktheit seines Glaubens hinwegblicken könnte. Mitaru heißt alle willkommen, nicht nur jene, die die Kirche als würdig erachtet. Okay. Ja, gut, das lasse ich mal so. Nice. Level up durch die ganzen Quests. In was investiere ich das denn? Sichtweite argloser Charaktere. Handeln, Schlösser knacken. Bannen. Schmiedekunst. Du kannst einige Gegner in, oder? Du kannst einige Gegner in der Welt Komponenten abnehmen. 3 Komponenten verwenden. Andere Ausrüstung zerlegen. Bei der Herstellung von Ausrüstung 4 Komponenten verwenden. Eine seltene Ausrüstung verlegen, Ausrüstung Gem als Komponenten verwenden. Das ist meisterhaft. Okay. Da müsste ich Stufe 16 sein. Findest häufiger Scherben höherer Qualität. Aber ich mache zuerst einen Punkt mein Alchemie. Du kannst denke mit 3 Reagenzien herstellen. Das finde ich nicht schlecht. Weil da möchte ich jetzt so mal mit drauf gehen. Was dank deiner tödlichen Gewande kannst du beangriffen, aus der Verstohlenheit daraus gehört. Ah, okay. Um, 50 Blitzschaden. 5 Punkte. Reduktion der Zepterkosten von 6 auf 5. Hilf auf, um die Checkrams zu schleudern und sämtlichen Gegnern Schaden in der Nähe. Komm, das mache ich jetzt einmal. Die Deutschen können neben ihrem Grundschaden auch zusätzlichen Schaden über Zeit verursachen. Wir werden Bonus-Schicksal. Oh. Ich lasse es mal so. Dolchmeister, Feinklingenmeister. Okay. Und Fackel. Für Schaden, wenn du arglose Gegner zur Verstohlenheit angreift. Hilfe mit Dolch und Feinklingen frei. Schaden bei Schleichangriffen mit Dolch und Feinklingen. Okay, kostvolle. Wäre auch nicht so schlecht. Die bei dieser Explosion sind die Gegner in der Nähe 1. Brauche ich 5 Punkte drin, okay. Ja, muss ich mir mal überlegen. Gambit, Giftbombe, Rauchbombe. Freischuss. Ich setze jetzt mal hier einen Punkt mit rein. Was machen Sie jetzt bei der nächsten? Kometenschlag, Wirbelwind und Minotaurenansturm können neben ihrem Grundschaden noch zusätzlichen Schaden verursachen. Das finde ich auch nicht schlecht. Hm.
Noch zusätzlichen Schaden. Okay. Ich soll echt drüber gehen. Alles Könner. Nice. Bin am Überlegen, ob ich das halt nicht oben mal mache. Was habe ich denn jetzt noch für Quest ins Licht? Mit Artentreffen, Szene von. Ja, das sind die DLCs, die Empfehlung. Medgas Dolch hatten der Vergangenheit. Brücken bauen. Angriff melden. Längst überfällig. Bücher gefunden. Okay. Ah, der eine Dude ist da hinten oben. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Ja. Beeilt euch, ich habe zu arbeiten. Mit Feuerholz kann ich meine Schulden nicht begleichen. Nicht in Gorhard. Delph schickt mich. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war. Und ich bin nicht überrascht. Delph würde alles tun, um seine Haut zu retten. Aber dass er jemanden für seine Schmutzarbeit anheuert, ist erbärmlich. Wenn ihr meinen Dolch wollt, müsst ihr darum kämpfen. Stahl auf Stahl. Ich konnte das früher ziemlich gut. Hat Delph das nicht erwähnt? Spielt sein Spiel nicht mit. Ihr habt recht. Ich habe jahrelang versucht, meine Vergangenheit zu begraben, in der Hoffnung, mich mit ehrlicher Arbeit von meinen Sünden reinzuwaschen. Wenn ich jetzt den Blutritus durchführe, gehöre ich wieder dem Roten. Nehmt meinen Dolch, sagt ihm, ich sei tot. Denn der Ugner Otgrei, den er einst kannte, ist in der Tat von uns gegangen. Okay. Das ist Aberwitz und das wisst ihr. Das ging schneller als erwartet. Und ich fand's auch besser. Purpurs Hinterdecke. Da oben sind wieder neue Gegner. Ah, Bogart. Ja, komm, da geh ich wieder hin. Aber zuerst gucke ich jetzt noch. Ja, nee. Weckischleier, ach komm, den hau ich jetzt auch weg. Den brauche ich so nicht. Da soll ich ein paar von meinen Waffen weghauen. Weil die gehen jetzt auch nicht so schnell kaputt, wie ich es dachte. Dann hau ich den weg. Dann hau ich das mal weg. Und die Stäbe, komm. Ich habe jetzt Chakrams. Zepter. Dann kriege ich bestimmt mal was Besseres. Ah, das lasse ich aber mal. Das eine Großschwert. Das Langschwert auch. Dann verkaufe ich das jetzt noch. Gucke ich mal, wie viel mich nochmal so eine Erweiterung kostet. Willkommen. Ja, was benötigt ihr? Einkaufen, Plunder verkaufen. Yeah. Ach, die kann mir keinen neuen Rucksack verkaufen. Ah, okay. Kommt bald mal wieder. Okay. Hallo. Hallo. Holla, die Waldfee. Ich weiß gar nicht mal, was ich machen muss, damit der schneidet wenig Streifen. Und damit hier die Sachen wieder nachwachsen.
grinde ich jetzt mal ein bisschen. Das ist ein Bogenschütze. Aber ich bekomme hier auch einen Erfolg für, wenn ich immer Gegner mit Magie kill. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Nun bin ich an der Reihe. Und Gold kann ich sowieso brauchen. Aber ich glaube, na gut, es sind bloß drei da oben. Wenn es mehr wären, dann würde ich es in Abrechnungsmodus eigentlich machen. Napoleonsbaum. Ja, das tut er. Habe ich schon mal erwähnt, ich mag eigentlich keine Spiele, in denen ich nicht springen kann. Wobei hier ist tatsächlich eine Ausnahme ist. Weil ich das Spiel halt echt gut finde. Wer redet denn da die ganze Zeit? Ständig habe ich da Untertitel mit drin. Ach, von der anderen Seite. Ach, well. Ach, well, meine Freunde. Ach, well. Ach, well. Ah, von hier aus komme ich auch rum. Dass der nur zuguckt und nichts macht. Ja, ihr Boggarts. War wohl nix, ne? Wenn ich den Rest meines Lebens verbringen muss, ohne dass er es weiß, nun, dann werde ich das. Vielleicht ist es das Beste. Es ist edel. Ja, ich könnte es jemandem sagen, doch das wäre nur Betteln um ein Lob. Was es zu einem Akt der Güte macht, ist gerade, dass niemand es weiß. Oder zumindest, dass er es nicht weiß. Soll er den Ruhm genießen? Niemand muss wissen, dass sein Pfeil das Ziel verfehlte. Er hat die Stadt gerettet. Er ist ein Held. Okay. Oh yeah. Ein Azurit-Kyras. Das Betäubungs- aber blockeffizient. Körperschaden, okay. Die ist halt richtig nice. Und die ist halt besser. Aber ich behalte es mal. Das ist halt so das Problem, solche Sachen sind halt irgendwie immer, die sind zwar richtig nice, aber die sind halt immer so schnell ersetzt. Oh hey. Wusste gerade nicht, dass es was auch gibt.
Ja, gut, dann gehe ich mal nach da hinten, weil woanders kann ich mehr, nicht mehr hingehen. Den Rest habe ich jetzt so schon alles gemacht. Schnell durch den Streifen. Ich kann diese Welt nicht begreifen. Umarmung manifestiert der Sommer sich als unsterbliche Feier. Ihr kennt sie, ihn, es als den glänzenden Krieger oder den leidenschaftlichen Eroberer. Ihr Sterblichen nennt ihn König Ysa. In der Jugend der Erinnerungen eures Volkes wurdet ihr Zeuge von Ysas. Er ist eine Legende der Macht und Eminenz. Gott, lauscht der Geschichte von Ysa und Ohn, dem Gottsturm, dem verdorrenden Krieg. Wer sind das? Belens Beinschienen. Mal einer, der aussieht, als könne er einer leichteren Brise standhalten. Wir haben Bedarf an einem Abenteurer wie euch. Ich und ein paar andere stellen eine Expedition in ein neues Land südlich von hier zusammen. Wie ist Zieler die Expedition? Oh, ihr seid nicht nur stark, sondern auch klug. Wie gesagt, wir reisen zu den Zähnen von Naros in die Länder südlich von Dalentat. Sucht Helic Cross auf, wenn ihr noch mehr Informationen braucht. Er ist unser Anführer. Ihr findet unser Lager jenseits von Etinmeer. Okay, die Expedition. Kaum zu glauben, aber sie war Helics Idee. Ich teile seinen Optimismus hinsichtlich der Ausbeute zwar nicht, aber selbst wenn wir nur einen Bruchteil davon finden... Ich habe mir meinen Lebensunterhalt damit verdient, die Ruinen alter Städten wie Talarane zu plündern. Die Toten zu berauben ist ein besseres Gefühl, als die Lebenden zu bestehlen. Dabei bin ich eine ziemlich fähige Diebin und ich bin nie erwischt worden. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich noch sämtliche Finger. Okay. Hört zu, ich weiß, hier draußen gibt es nicht sonderlich viele Frauen. Aber könntet ihr damit aufhören, mir so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Es ist ein wenig unangenehm. Allein der Name genügt schon, um die meisten Entdecker abzuschrecken. Soll mir recht sein, so gibt es weniger Konkurrenz. Abgesehen davon, was sagt schon ein Name? Ich habe 2 Jahre versucht, in einem Land ein Vermögen zu machen, das die bemalten Orsks hieß. Ich weiß bis heute nicht, was ein Orsk ist. Na schön. Interessant. Ich glaube, das ist gerade eher mehr Zufall, dass ich das treffe, oder? Ich hielt die ja gerade eher mehr für eine Banditin. Was ist mit dem los? Zweibeiner, bitte helft mir. Die anderen Zweibeiner sind grausam. Sie wollen nicht helfen, obwohl ich verflucht bin. Was ist mit dem los? Eine Gruppe Zweibeiner gab mir diesen Namen. Aber Hilfe wollten sie mir nicht geben. Sie haben mich geschlagen und vertrieben, nur weil ich ihre schmackhaften Fleischvögel gefressen habe. Was war daran falsch? Wenn er diese komischen Hühnchen meint, die ich immer töte, dann, Ihr glaubt mir. Viele glauben, ich sei einfach nur ein Zweibeiner, aber sie irren sich. Ich bin ein Wolf, von bösen Elfen bei einem grausamen Spiel dazu verflucht, in diesem Körper zu leben. In meinem Kopf sind immer noch Wolfsgedanken, aber die Körper der Zweibeiner sind so ungeschickt, dass man damit nicht einmal Fleischvögel fangen kann. Ich muss zurückverwandelt werden. Die Elfen sind in der Nähe. Sogar jetzt kann ich sie riechen. Aber mit diesem Körper kann ich nicht kämpfen. Helft ihr mir, Zweibeiner? Warum nicht? Seid bedankt, Zweibeiner. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Ich brauche Wasser aus einem magischen Brunnen. Er wird von den Elfen bewacht, die mich verflucht haben. Seid gewarnt.
Die Elfen sind magisch sehr bewandert, denn der Brunnen, den sie bewachen, ist älter als dieser Wald. Und aus ihm beziehen sie ihre Macht. Wo sind die Elfen? Die Elfen bewachen den Brunnen, der in der Nähe des Flusses im Norden liegt. Hütet euch vor ihnen. Sie sind magisch sehr bewandert. Das hat er schon mehrfach gesagt. X-Geweihter. Jäger wie ich, Zweibeiner. Ihre Klingen sind ihre Zähne und sie kämpfen bis zum letzten Atemzug für die Iren. Weiter ans Heil. Oh, Blutwurz. Cool. Mit Zähnen und Klauen. Okay, jetzt kann ich noch nicht ernten. Hey, das sind Boggart. Ich will es mal abrechnen, holy shit. Elfensturm-Champion. Ich glaube, mit denen rechne ich jetzt ab. Nice. Ein Schatzsack. Wo ist jetzt der Brunnen? Ach so, er geht dann wahrscheinlich zu dem Brunnen hin. Ah, Adrenalin. Okay, ich mach das jetzt anders. Ja, der widersteht dem. Gut, dann mach das. Dann kenne ich jetzt zuerst die hier. Ja, das ist wiederum das Problem mit den Animationen hier. Shit. Ja, ich habe halt auch keine gute keine Resistenz gegen sowas. Also die schaffe ich wahrscheinlich so wirklich gar nicht. Jetzt? What the heck? Das sollte jetzt ein Witz sein, oder? Thank you.
war ziemlich knapp. Prozent mehr Erfahrung. Und jetzt ist der Brunnen aber weg. Hä? Okay, ich glaube, das ist einfach nur Buggy. Ich hätte es nicht gedacht, dass mich Elfen sowas von wrecken können. Zweibeiner, ihr kommt mit leeren Händen zu mir. Der Brunnen enthält mächtige Magie und ist so alt wie diese Bäume. Unsere Ältesten haben uns einen wahren Namen verraten. Ihr Zweibeiner würdet ihn Wanderbrunnen nennen. Er verschwindet und erscheint wieder überall im Wald wie ein Wolf auf Jagd. Aber welche Beute verfolgt er? Bevor ich verflucht war, lag ein starker Geruch auf dem Wasser. Ich erinnere mich noch gut daran. Es war Egelholz. Vielleicht sucht der Brunnen danach. Finde ich Egelholz. Das ist der Name der Zweibeiner für das Holz, das von der Stärke lebt. Ihr findet es überall im Wald. Das sollte kein Problem sein. Der Geruch des Brunnens war durchsetzt mit seinem Duft. Der Brunnen sucht nach dem Holz ganz sicher. Okay. Kommt bald zurück. Wie viel Heiltränke habt ihr eigentlich? 6. Okay. Ist schon wieder Trank. Ich weiß nicht, ob ich den benutzen will. Einfach Erfahrungsverstärker. Oh. Senkt den erlittenen Magieschaden auf 25%. Okay. Volltrefferchance. Deine Blitzangriffe. Blitzschaden. Okay. Okay.